Heute kommt es zur Auflösung des Gewinnspiels von Halloween. Und hier ist die Liste von denjenigen, die mitgemacht haben. Insgesamt waren es 90 Peoples. Und ganz kurz zum besseren Verständnis, die 25 hier ist die Anzahl der Ringe, die ihr getippt habt, die jetzt in diesem Fall der Severin getippt hat. Nachfolgend 31 Ringe der Felix Hege, 34 Pyrohunter, nur mal als Beispiel. Und jetzt scroll ich mal kurz runter, damit ihr auch seht, dass ihr alle dabei seid. Dauert einen Augenblick, denn es sind ja doch ein Haufen Peoples, die da mitgemacht haben, was mich uns natürlich sehr freut, denn es ist ja wohl doch ein ziemlich großer Erfolg, dieses Gewinnspiel. In der Größenordnung mein erstes. Einige Preise stehen auch schon fest. Derweil die Zahl immer nur eine Person getippt hat. Bei anderen Zahlen ist es so, dass zwei oder mehrere die gleiche Zahl getippt haben und die müssen wir dann auslosen anhand eines Zufallsgenerators. So, das wart ihr jetzt hier alle auf einmal. 99, das war die letzte Zahl, die getippt wurde. Ihr könnt euch erinnern, es ging um die Anzahl der Ringe auf dieser Stange, die ihr im Video gesehen habt. Wir haben sie gezählt und es waren 72 Stück. Und die Gewinner setzen sich so zusammen. Es sind 9 Gewinner. Und zwar diejenigen, die am nahesten an der Zahl, in dem Fall 72 Ringe, dran sind. Nach oben wie nach unten. Der 9. Preis steht fest, den hat nämlich gewonnen mit der Anzahl 61 Ringe Austrian Digger. Austrian Digger hat den 9. Preis gewonnen. Kommen wir gleich zum 8. Platz mit 82 Ringen und den hat der Peter Kolb gewonnen. Und jetzt geht es um den Platz 7, um den 7. Gewinn. Da müssen wir jetzt auslosen zwischen 3 Personen, nämlich zwischen dem Markus Steinberger, dem Steven Skakal, die beiden haben 63 Ringe geraten, und Lekram 867, der hat 81 Ringe geraten. Und hier müssen wir eben jetzt den Zufallsgenerator benutzen. Liebe Sondelfrau, betätige bitte den Zufallsgenerator. Ah, da haben wir ihn. Markus Steinberger, herzlichen Glückwunsch. Du hast den 7. Platz gewonnen, den 7. Preis gewonnen. Ein T-Shirt in Weiß, prima. Den Platz 6 hat mit 64 Ringen Dark Dragon Lord. Herzlichen Glückwunsch, Dark Dragon Lord. Das ist der 6. Platz. Der 5. Platz wird wieder verlost unter 3 Personen, nämlich Austrian Treasure Hunters, Christian Simonis und Stalker. Austrian Treasure Hunter und Christian Simonis hatten die Nummer 66, sprich die Anzahl 66 Ringe. Und der Stalker 78. Liebe Sondelfrau, ermittle mal zufällig den Gewinner. Stalker, herzlichen Glückwunsch, Stalker. Das gleiche haben wir bei Platz 4, denn da hat die Nummer 68 Matthias Malterer und 76 Marcel Schönfelder. Da müssen wir jetzt auch nochmal auslosen. Liebe Sondelfrau, hau rein! Juhu! Marcel Schönfelder, Marcel Schönfelder! Herzlichen Glückwunsch auch dir zu der schönen Sammeltasche, Marcel! Gut, und damit sind wir bei Platz 3. Und bei Platz 3 handelt es sich um den um die Sondercap Metal Detecting von der Firma Garrett.
schönes Teil und das hat gewonnen mit 69 Ringen, der Benji. Hallo Benji. Jo, und jetzt geht's um den zweiten Platz, um den zweiten Preis. Und den hat gewonnen Peterlein 10 mit 70 Ringen. Und jetzt kommt der erste Preis, nämlich diese stylische Cap von Garrett in Camouflage. Und den hat gewonnen mit 73 Ringen Kevin Franke. Er lag also nur ein Platz, ein Ring daneben, statt 73 Ringe Kevin Franke. Allen Gewinnern sagen wir herzlichen Glückwunsch. Viel Spaß mit den Sachen. Wie kommt ihr dazu jetzt? Ich muss sie euch ja irgendwie schicken können. Sendet mir einfach eure Adresse kurz auf meinen Kanal. Ruft hinten die Adresse ab. Schickt mir die Adresse von euch und ich schicke euch innerhalb, ich denke mal, einer Woche die Preise zu. Eure Adressen werden natürlich sofort wieder gelöscht, nachdem ich diese übertragen habe auf das Kuvert. Denn Datenschutz ist bei mir groß geschrieben. Ja, das war's. Ich bedanke mich nochmals, dass ihr alle so zahlreich mitgemacht habt. Und ja, Sonntag gibt es natürlich wieder ein neues Sondervideo. Und schauen wir mal, was sonst noch so kommt. Das war's für heute. Macht's gut. Euer Sondel-Andi.